Invincible. Moinsen Freunde, Dennosch wieder für euch am Start. Haha, ihr mit einem Video, ich heiße euch herzlich willkommen und ich freue mich wieder riesig, dass ihr es geschafft habt, bei mir vorbeizuschauen, Freunde. Ja, ihr habt es schon in der Thumbnail gesehen, ein Montana Black Emblem bzw. das Logo von Montana Black habe ich mal hier hingezaubert, Freunde, für euch. Da gab es schon das eine oder andere, aber ich habe mir gedacht, so, ich kriege das auch hin und deswegen habe ich mir gedacht, werde ich das mal rausknüppeln. Ja, Freunde, wie bin ich denn zu diesem Emblem gekommen? Ich wurde schon öfter mal drauf angehauen, etwas über Montana Black, ja, in dem COD Black Ops 3 Emblem Editor zu gestalten. Ja, hätte ja eventuell auch die Silhouette von ihm sein können, also so eine Schwarz-Weiß-Silhouette dafür, wo ich so bekannt bin mittlerweile. Oder halt das Logo, Freunde. Und ja, ich habe es dann einfach mal so dabei beruhen lassen und habe noch gar nichts gemacht. Und letztens habe ich ein Video gesehen von Montana Black. Da ist er mit seiner Großmutter in seinem AMG mal eine Runde gefahren und hat die gute Frau auch mal selber fahren lassen. Und ja, die ältere Dame hat extremst viel Spaß an der ganzen Geschichte gehabt. Die Freude war einfach so extremst ansteckend, dass ich auch einfach mal da einen Kommentar zu ablassen musste. Ja, hab darauf viele Gegenkommentare oder beziehungsweise dieses Kommentar wurde dann auch öfter nochmal kommentiert und da habe ich dann auch nochmal eine Anfrage bekommen, was ja die Embleme so angeht und Freunde, das konnte ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen, habe dann nochmal kurz nachgefragt, so was sie sich denn gerne wünschen würden und da kam natürlich dann auch wieder das Logo von Montana Black ins Spiel und ja, da habe ich mir einfach gesagt, das werde ich dann mal rausknüppeln für euch und wie gesagt, ich habe dann mal so ein bisschen recherchiert, da war nichts Tolles dabei, da habe ich mir gedacht, auf jeden Fall, da werde ich jetzt was rausknüppeln. Ich habe hier im Hintergrund, seht ihr da schon, dieser Hintergrund von dem Emblem, beziehungsweise hier dieses Layout, wie das Ganze so aufgemacht ist, habe ich ein bisschen heller gemacht, weil ich habe gehört, einige von euch haben ein paar Probleme, wenn sie auf dem Handy den ganzen Kram gucken, die schwarzen Ebenen zu erkennen, die dort unten angezeigt werden und ich hoffe, dass es jetzt besser wird. Ich kann es jetzt natürlich noch nicht sehen, ich werde es mir dann später auch nochmal am Handy angucken. Mir geht es halt immer darum, dass ihr diese Embleme auch nacherstellen könnt, deswegen mache ich sie auch nicht extremst schwer mit Schattierungen großartig und hier und da. Ich versuche es immer so einfach wie möglich zu halten, weil ich bin einfach der Meinung, Freunde, nicht jeder von euch verbringt da so viel Zeit im Emblem-Editor und studiert die ganze Scheiße da, so wie manch anderer Emblem-Suchti, wie ich zum Beispiel jetzt. Da müsst ihr einfach, ja, das muss einfach gut nachzumachen sein und deswegen versuche ich das immer so einfach wie möglich für euch zu halten, Freunde. Deswegen mache ich auch eigentlich gar nicht großartig was mit so 3D-Emblemen, weil da muss man schon extrem so Schattierungen und Farbverläufe und den ganzen Kram mit reinknallen. Ich denke mir, das will der ein oder andere von euch nicht. Wenn er sich schon auf die Suche nach einem Emblem macht, dann sollte es auch relativ einfach sein und ich denke, das kann ich eigentlich hier auf meinem Kanal immer ganz gut widerspiegeln. Also ihr seht hier eigentlich immer relativ einfache Embleme, also in Anführungsstrichen, also nichts mit großartigen Farbverläufen. Ich kann euch da auch natürlich was richtig Schönes hinzaubern, ist überhaupt kein Problem. Wird wahrscheinlich auch zwischendurch mal kommen, weil ich denke, es ist einfach so Zahn der Zeit, dass ich das auch mal bringe, Freunde. Aber im Großen und Ganzen muss ich doch sagen, Freunde, bin ich, ja, froh, dass ich mal wieder zu euch quatschen kann, Freunde, weil, ja, ich möchte mich einfach mal noch zu dem Emblem äußern, beziehungsweise ich hoffe, dass das für Montana Black in Ordnung ist, dass ich mich hier mal dran gemacht habe und da was Nettes erstellt habe, Freunde. Ich denke, ist mir ganz gut gelungen, kann ich mir mal ein bisschen auf die Schulter kloppen. Sieht auch als Emblem im Game ziemlich cool aus, also mit dem Totenkopf, das Kopftuch und das Tuch da über dem Mund, mit der Knarre und so, sieht schon eigentlich ziemlich geil aus, Freunde. Ja, da möchte ich auch noch ein bisschen was zu sagen. Und zwar hat da dieses Emblem bzw. Logo von Montana Black ja ziemlich viele Details, was alleine schon die Tücher da angeht, da ist ja einiges an Mustern drauf und das Ganze habe ich jetzt einfach nur mal so angedeutet, weil ich sag mal, wir haben nur 64 Ebenen offen und da können wir uns nicht wirklich mit jedem kleinen Muster beschäftigen, aber ich denke, ich habe das ganz gut umgesetzt, das ganz gut angedeutet, das ist eigentlich auch schon zufriedenstellend, hoffe ich doch mal auch für euch, also mir gefällt's, wie gesagt, sonst würde ich euch das Ganze hier auch nicht präsentieren, Freunde. Ihr müsst mir jetzt natürlich auch noch mal ein paar Kommentare zu dem ganzen Thema hinterlassen. Hinterlasst mir ein Like bzw. ein Dislike und ja, Kommentare immer ganz, ganz, ganz wichtig für mich, Freunde. Tja, ich würde sagen, ich bin erstmal raus und ich hoffe, ihr freut euch, dass ich mal wieder zu euch gesprochen habe, Freunde. Hat mir auch mal wieder gefehlt und ja, schauen wir mal, was in der Zukunft noch so kommt, Freunde. Heute mal kein Anime, sondern mal Logo von Montana Black. Ich bin raus, Freunde. Ciao.